Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf der Erlenkrad im LS22. Wir waren ja dabei, die Fahrzeuge rüberzufahren. Die stelle ich jetzt erstmal hier ab, da wir, denke ich mal, noch eine neue Halle bauen werden. Einfach um alle Fahrzeuge unterzubekommen. So. Kann ich mal da hinstellen. Einmal bitte absenken, genau, zack. Wunderbar. Den kannst du nämlich schon wieder. Losfahren. Und wir haben ja noch beim Händler einen Ladewagen stehen. Genau, Job erstellen. Freie Fahrt. Das war, wenn ich richtig liege, hier. Wunderbar. So, dich können wir auch mal starten lassen, dass du auch noch mal zum Händler fährst. Wunderbar. Job erstellen, freie Fahrt, genau. Dann dürfte das hier sein. Wunderbest. Ja, den Drescher wollten wir dahin stellen, wo die Gabeln und alles steht. Du fährst nur 29, okay. Ganz schön vorsichtig. Ganz schön vorsichtig. So. Ja, du fährst aber auch relativ langsam. Genau, und dann setzen wir uns einfach mal in den Fendt. Fahren das letzte Stück selber. Oh. Sorry, gute Frau. War nicht mit Absicht. Durch den Kreisel und dann ist da auch schon der Händler. Hier, wir waren als erster da. Genau. Dann kannst du ja schon mal. Ach, nimmst die Sämaschine auch gleich mit. Einer wird blockiert, okay. Das ist nicht so gut. Da hat einmal Autosave eingesetzt. Aber jetzt einmal voll machen. Ja, okay, fast voll. So, dann kriegst du einmal den Steinesammler hinten dran. Wenn ich denn die richtige Taste finde. So. Und irgendwas ist mit den Ferguson passiert. So, Job erstellen, freie Fahrt, genau. Bitte einmal dahin. Viel Erfolg, benimm dich. Na wunderbest. Kriege ich den jetzt so befreit? Ja. Erstmal das Disco-Licht wieder aus. Das muss ja auch nicht unbedingt an sein. Auch hier nochmal eine kurze Info, mir geht es wirklich nicht so gut. Deswegen gibt es heute kurze Folgen und nicht wie üblich so 20 Minuten Folgen. Beziehungsweise 15, weil mir geht es echt mies, um das mal so zu sagen. Ich habe auch gerade schon einen Test gemacht. Dauert ja 15 Minuten, bis der Auswirkungskraft hat. Von daher. Jetzt ist der Fendt aber irgendwo stecken geblieben. Also irgendwas ist heute mit den Helfern.
Zumindest auf dieser Karte. Schnell Gas geben. Tapfer knapp. Du bist noch drüben, oder? Guter Fendt. Jo, du bist noch drüben. Gut, dann setzen wir hier mal den schlauen Helfer rein. Einmal zack. Genau, Job erstellen. Und du hast eine Laterne gefunden. Okay. Ich möchte das Disco-Licht aber aushaben. So, kommt da was? Nee. Zug ist auch schon durch. Ja, du darfst natürlich vorfahren. Wenn du das denn schaffst oder machst. Die Treckerkolonne. Fährst aber ganz schön langsam. Du, hier ist 50. Beziehungsweise, da wir ja aus der Kleinstadt schon wieder raus sind, 70 sogar, ne? Ich weiß, Traktoren schaffen selten 70, aber der schleicht hier manchmal, du. Oder fährt vorsichtig. Kann man jetzt auslegen, wie man will. So. Hauptsache, er kommt an. Wieder Bildschirm im Weg, aber ja, wir sind schneller. Wunderbar. Dann überholen wir den aber ganz frech. Und ich hoffe, ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Hinten habe ich den Steinesammler, genau. Den würde ich gerne vor das Güllefass stellen, wenn es denn klappt. Also ihr hört gerade, mir geht es echt nicht gut. Wie gut, dass ich über das Internet keine Viren verbreiten kann. Also keine, ich habe eine Sache körperlichen. So. Die Seemaschine können wir hier einfach mal eben hinstellen. Einmal bitte absenken. Wunderbar. Ja, da der Helfer ja noch auf der Straße steht, befreien wir den jetzt eben. Mit dem guten Strautmann. Da müssen wir auch gleich nochmal einen Platz für finden, beziehungsweise eine neue Halle bauen. Aber vorher wollte ich noch Strohballen kaufen. Beziehungsweise Mineralfutter, damit der Kuhstall endlich läuft. Damit die Kühe mehr Milch geben. Wunderbar. Dann kannst du rein theoretisch hier erstmal stehen bleiben. So. Einmal eine Gabel. Wunderbar. Wunderbar. Drescher rein. Den brauchen wir jetzt erstmal lange Zeit nicht. Deswegen möchte ich den gerne unterstellen. Am besten auch ein bisschen so, dass er nicht allzu viel Platz wegnimmt. Wunderbar. Dann haben wir ja das andere Schneidwerk gehabt. auch einen Kommentar drin, ich sollte mir mal ein Silo platzieren. Also jetzt mit den Feldern bin ich davon nicht mehr abgeneigt. Weil jetzt haben wir ja 5 oder 6 Stück sogar.
Muss ich selber mal nachgucken. Also hier haben wir zwei. Hier haben wir vier, also sechs Stück. Jetzt bin ich davon ehrlich gesagt nicht mehr so abgeneigt wie vorher, als wir nur zwei Felder hatten. Könnte man definitiv drauf sparen. Ach, da habe ich die Gabel weggekickt. Gut. Werden wir also erstmal Kühe und nochmal eine Halle und dann geht's an das Silo. Wunderbar, einmal abkoppeln. Genau. Dann steht der Drescher auch schon drin. So, alles andere machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao, ciao.